Moin, moin, liebe Sportsfreunde. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme von Grids. Die letzte ist ja schon wieder etwas her. Und wir wollen ja dem Projekt hier mal langsam in die Pötte kommen. Deshalb nicht viel Snacken, Kurve in den Nacken. Machen wir weiter mit der Fernando Alonso Challenge. Und wie ich sehe, ist das doch der neue 2015er Ford GT. Ford GTE sogar als mögliche Auswahl. Oder sollte uns den Porsche holen? Oder doch die Corvette? Aston Martin Vantage. Wisst ihr was? Es wird die Viper. Schöne Erinnerung an Grid damals. Die hat man nämlich als erstes Fahrzeug dort gefahren. Aber ich weiß jetzt nicht mehr, ob wir die originale Lackierung von damals hinkriegen. Ich glaube, das war damals noch Wave Best Motorsport, was man da drauf hatte. Schon mal los für die hier Giftgrün. Ich hoffe mal, in der heutigen Session wird mir das Spiel nicht einmal abschmieren. Ist ja bisher immer so gewesen. Aber vom Spielstart gab es zumindest einen 8MB-Patch, was auch immer der gemacht hat. Willkommen in Silverstone, meine Damen und Herren. Wir haben ein tolles Event der Grid World Series auf dem Markt. Ich höre dich nicht unbedingt als Motorsound hin. Und die Viper ist ein bisschen direkter als die anderen Fahrzeuge bis jetzt. Das gefällt mir. Hey. Hey. Hauptplätze gut machen, dass es sich jetzt schon los. Komm, komm, zieh, zieh! Oh, sauber! Ein Angriffsbefehl geben. Also schwarzes kann sich auch was reißen. Die giftgrüne Schlange würde ich immer noch niederstrecken, Junge. Oh, da vorne gibt Blechkontakt, da sprühen die Funken. Und auch beim Verschmieren im Fort. Höhere Kurvengeschwindigkeit bei uns, das ist der Todesstoß für den ersten. Wir sind jetzt erst auf der Startziel, okay. Geht doch ein bisschen besser als erwartet. Voilà, sorry. Ups. Unser Kollege jetzt mal auf Angriff, das ist... Jetzt macht er einen Angriff. Das ist gut.
Hauptsache, da kriegt auch ein paar Plätze jetzt verbessert. Oh, dem hat sich was verabschiedet. Was auch immer da vor. Oh, irgendwas ist hier weggekommen, aber also nicht die Motorhaube. Man merkt wieder, das ist viel zu leicht, was wir hier fahren. Und hier die Schwierigkeit jetzt auch nicht hochstellen. Müssen wir ja alles noch mal von vorne machen. Ich könnte mal testweise für das nächste Rennen die Schwierigkeit hochstellen. Also das haben wir wieder eine Folge, wo wir nur ein Rennen, eine Veranstaltung hier fahren. Na kommt, lass mal machen. Die Option. Schwierigkeit auf schwierig. Anwenden. Weiter. Um die Schwierigkeit der KI zu ändern, muss das Spiel wohl eine neue KI-Datei reinladen. Und das benötigt dann den Neustart des Rennens. So alleine vorne wegfahren, die Großteil des Rennens ist auch wieder nicht schön, aber das nächste Rennen wieder nur im Mittelfeld rumdümpeln, ja. Müssen wir abwarten. Sag mal, was haben wir denn für Antennen oben auf dem Dach? Ich kenne ja Industrie 4.0, aber Motorsport 2.0. Wobei, das eine wird eine Antenne für den Boxenfunk sein, für Ort die Kommunikation zwischen mir und dem Teamchef, beziehungsweise des Boxenchefs, und das andere wird höchstens noch ein GPS-Sender sein, der auf den Monitoren anzeigt, wo ich genau bin. Aber trotzdem, wozu braucht man so einen Schnickschnack? Man hat auch Augen, damit man sieht, wo der ist. Ja, minimale Blechschäden, glaube ich, haben wir vorne. Und ordentlich Geld eingesackt, 20.000. Und 2,8 Sekunden Abstand. Ne, das ist die schnellste Runde. Wir haben insgesamt fast 6 Sekunden. Da brauchen wir auf jeden Fall schwerere Gegner. Level up. Was gibt und gute Kurve 1. Fahr 25 mal gut durch Kurven. So, jetzt geht's auf Grand Sedge. Aber die lange Variante. Schönes Tagrennen. Und es sind auch relativ lange gerade Abschnitte dabei, wo man überholen kann. Hoffen wir mal, die schwere KI macht einen jetzt nicht unmöglich. Nee, Christen denkt gar nichts. Oh, wir fahren rückwärts. Oh Gott, das kann ja was werden. Man hat plötzlich so einen Leistungsabbruch gehabt. Hey Junge, bremst nicht.
Ah, jetzt merkt man, ich hätte die Ideallinie nicht verlassen dürfen. Jetzt haben wir zu viel Tempo verloren. Und drei Runden werden hier wohl noch nicht reichen, oder? Sei denn, ich hätte jetzt diese Überholmöglichkeit nicht verkackt. Ja, komm, eine bietet sich noch. Ja, Junge. Das ist mein Platz. Da zieh dich. Wow, Alter, da hat sich der Ford überschlagen. Da muss ich mir eine Wiederholung ansehen. Ende Runde 1. Hier mal unbedingt mal den Angriffsbefehl. Wird durchgeführt und jetzt schauen wir mal, wie der abgeht. Bleib nicht so beharrlich auf deiner Ideallinie. XS. Nein, und du bleibst hinter mir. Aber merkwürdig. Eine Schwierigkeitsstufe macht es schon wieder so viel schwerer. Das ist doch wirklich. Ich habe schon mal angesprochen. Balancing. Naja, wieder Sapper, du mich auch. Selber schuld. Und weg bin ich, ja? Nichts mit Widersacher. Ups. Gib Gas. Jetzt haben wir zumindest auf den 8. Aber der 1. wird nichts mehr. Dafür sind die Pole zu weit weggefahren. Gut gemacht. 3 Plätze. Das halten wir. Corvette kann nichts. Naja. Was war das denn für eine Asi-Taktik von der Corvette? Aber nee, das wird nichts. Noch gerade nicht. Ah, nicht abkommen. Mist. Mist, Mist. Nope. Nicht heute. Ich habe extrem spät gebremst. Ups. Oh, das hat das Spiel nicht mal als Abkürzen gesehen. Vorne hat sich ein Aston aufs Grün gebracht. Okay. Aber das war's. Platz 4. Kacke. Komm, ich muss noch der Motor platzen. Ach Mann. Das gibt es doch nicht. Ey, ey, ey. Das ist doch. Warum kann hier mit geklettert werden? Der hatte sich denn überschlagen. Ja, ja. Wie? Merkwürdig, wie der sich hat überschlagen können. Noch eine schönere Kameraperspektive, sowas wie Fernsehkamera. Und ja. Naja, gibt bessere Kameraperspektiven dafür. Aber gut. Immerhin haben wir es gesehen. Das scheint wohl auch der am häufigsten vorkommende Fehler zu sein, weswegen die KI rausfliegt.
Und welche Endplatzierung haben wir? Ach, ja, ist doch so Glück noch. Was müssen wir denn hierfür schaffen? 5 Turnwalk, die wir jetzt abschließen. Das würde ich sagen, gehen wir jetzt mal an. Wobei, ich schaue noch mal ganz kurz, was kommt hier als nächstes. Time Attack in der Formel 1000 und im Prototypen Highspeed Rennen, okay. Okay, hier haben wir noch mal die Möglichkeit, mindestens nur den dritten zu machen und zu gewinnen, aber hoffentlich schaffen wir auch einen besseren Platz. Ob man hier gut überholen kann, ist die gute Frage. Lange Start sie gerade. Man muss eigentlich an Kurven, die geraten unterbrechen. Aber muss ich zeigen, wie die KI jetzt fährt. Wir melden uns heute von der anderen Seite des Globus aus dem Sydney Motorsportpark. Ja, richtig ist jetzt. Außen überholt. Das sind 2 Plätze. Ne, einer. Den habe ich wieder abgegeben. Oh, sorry. Was? Aber. Jetzt sei nicht so. Da haben wir den in manchen Rennen schon hart härter getroffen. Und jetzt nach dem Port Leit Stupson. Ups. Halt. Da sind wir fast abgehoben. Leider war es ein Carbolasche in uns. Was? Nee. Mir muss sogar noch eine Gutschrift gegeben werden. Ich habe doch Zeit verloren. Nichts mit Strafe hier, Mädel. Und da hat auch jemand wieder was verloren. Mit zu wenig Speed in die Kurve. Wow, den haben wir gut. Den sind wir gut ausgewichen. So, Junge, du sickerst mal nach hinten jetzt ab. Mal sehen, wie treu du einem noch bist. Macht er sogar noch. Also hier verschlagen sie sich auf der Strecke, wie die fliegen. Aber das ist doch wieder etwas zu hart. Das Problem ist, man hat nur zu wenige Runden, um hier überhaupt was zu reißen. Das wäre auch noch schön, wenn man die Punktzahl anpassen kann. Weil dann könnte man sogar schwer noch ordentlich was reißen, wenn man hier statt 3 Runden mal 6 oder 7 hat. Das würde natürlich bedeuten, jede Folge würde nur ein Rennen beinhalten, aber immerhin wäre das ein bisschen spannender. Ups, den haben wir noch gut gerettet. Halt die Klappe. Das wird nicht bestraft. Das Einzige, was hier bestraft wird, ist die Schwierigkeit, die ich hochgestellt habe. Das kann doch wirklich nicht sein. Was für ein Unterschied das macht. Eine verdammte Schwierigkeit. Nicht dran aufhängen, aber ist doch wirklich auffällig. Ach man, den hätten wir noch kriegen können. Nee, also hier muss ich wirklich wieder runterschalten. Das geht doch nicht. So, wo waren die Unfälle? Nee.
Gut, das war nicht der Unfall, aber es war trotzdem eine schöne Szene. Einfach mal, um es nur zu zeigen. Haben wir noch eine andere Kamerasicht? So. Nochmal, es hat aus und jetzt. Hinten hat ihn sogar noch mal gut mitgenommen. Ja, vielleicht kann man solche Szenen im Nachhinein noch ein kleines Best auch für die Unfälle der KI nutzen. Na ja, komm, einer hat es hier noch überschlagen hier. Oder habe ich das schon verpasst? Ganz. Okay. Da hat er sich gedreht. Wo war denn der andere Unfall? Ah, da. So, welcher Fahrer ist das denn? Ah, die arme Sau. Aber dass sie bei den Überschlägen immer diese verdammt ungünstige Kameraperspektive nutzen. Aber es fällt doch schon auf, dass die KI immer im selben Muster Unfälle hat. Ausbrechen, einmal überschlagen, stehen bleiben. Ich starte, wie gesagt, nochmal neu, aber diesmal stelle ich auch noch die Schwierigkeit einmal runter. Wobei, ich könnte auch... Nee, ich... beenden, ja... Ich mache es jetzt mal auf eine ganz andere Art und Weise. Aber das erst in der nächsten Folge, denn ich sehe, wir sind schon wieder über 20 Minuten. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem euren Spaß. Schaltet das nächste Mal wieder ein. Macht's gut. Ciao.